So, ich möchte euch ein ganz tolles neues Feature vorstellen, was sich der Niklas ausgedacht hat für die Mantrailing-App, und zwar eine Synchronisation der Daten mit dem Server. Das bedeutet, dass mit der neuen iOS-Version für die Mantrailing-App man die Trails auf dem Server abspeichern kann. Ihr seht, jetzt habe ich die App neu installiert auf diesem iPhone und es sind noch keine Trails vorhanden. Die sind aber auf dem Server abgespeichert und wenn ich mich mit meiner ID mal hier einlogge, das mache ich jetzt mal eben. So, und das Passwort eingebe und mich einlogge, dann bin ich eingeloggt und wenn ich jetzt in meine Trails reingehe, dann sind sie noch nicht da. Aber wenn ich jetzt hier oben rechts oben auf das Synchronisieren klicke, dann dauert es einen kleinen Moment, bis die Daten vom Server, die dort abgespeichert sind, wieder runtergeladen werden und dann erscheinen. Und das ist genau jetzt der Fall. Und jetzt kann ich mir hier wunderbar meine Trails anschauen, die ich schon mit einem anderen iPhone aufgenommen habe und mir jetzt hier entsprechend synchronisiert habe. Ich finde, das ist ein ganz tolles Feature, denn damit kann ich in Zukunft mir meine Trails mit dem iPhone im Training aufnehmen und anschließend zum Beispiel auf einem großen iPad oder auf einem Tablet mir anschließend dann zu Hause wunderbar nochmal anschauen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass mit der neuen Synchronisation der Daten auf dem Server anschließend auch der Niklas noch ganz viele neue, tolle neue Features in die Mantrailing-App einbauen kann. Ich finde, das ist eine sehr, sehr geniale Sache, die noch viele, viele neue Möglichkeiten eröffnet. Vielleicht nur kurz eine kurze weitere Information. Wer das nicht möchte, wer seine Trails lokal auf seinem iPhone behalten möchte und nicht mit dem Server synchronisieren will, das ist gar kein Problem. Das ist nämlich die Standardeinstellung. Synchronisiert mit dem Server wird nur, wenn man sich hier entsprechend auch registriert bzw. einloggt. In jedem Fall aber eine tolle Geschichte. Die Trails gehen so nie wieder verloren. A und B, man kann sie mit vielen verschiedenen Geräten sich immer wieder anschauen. Ein Beispiel, was möglich wäre, man schickt seine Versteckperson mit dem einen iPhone los. Die Versteckperson ist im Ziel angekommen, synchronisiert mit dem Server. Ich starte, nachdem ich mit dem Server synchronisiert habe und kann sofort auf dem Runner Trail laufen. Kein Verschicken mehr umständlich über WhatsApp oder über E-Mail, sondern die Daten sind instantly sofort da. Tolles neues Feature. Ich bin riesig gespannt, wie euch das gefallen wird. Kommt mit dem nächsten Update und da kommen noch bestimmt viele, viele tolle neue Sachen auf euch zu.